Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Jahr. Ich wünsche euch ein gesundes neues, ein erfolgreiches neues Jahr 2016. Und ich befinde mich hier gerade an diesem 1. Januar auf einem kleinen konspirativen Spaziergang durch den Botanischen Garten. Man sieht es hier hinter mir, es ist sehr, sehr viel Botanik dafür, dass es sich um eine Großstadt wie Toronto handelt. Und ja, warum habe ich euch ein gutes neues Jahr gewünscht, wenn eigentlich die Videos im Endeffekt ja sowieso erst später kommen? Dieses Video wird auf jeden Fall außer der Reihe sein und die nächsten, die kommen wahrscheinlich auch. Ich habe so ja ein bisschen drüber nachgegrübelt und so, und da jetzt auch ein neues Jahr anfängt, ne, neuer Beginn, möchte ich einige Sachen ändern. Zum Beispiel werde ich die Videos, da ich ja nicht schneiden kann leider, jetzt als One-Takes sozusagen aufnehmen. Das heißt einfach bloß ja ein Video mit dem, wo ich gerade bin und was ich gerade mache. Das könnten auch mal zwei werden. Die werden dann halt nacheinander oder also nacheinander hochgeladen oder aneinander geklatscht irgendwie. Keine Ahnung, meine Technik macht mir ja da ein bisschen den Strich durch die Rechnung, durch die sprichwörtliche. Und ich meine, ihr seht es ja, dieses Video ist jetzt für euch am 2. müsste für euch der 2. Januar sein, hochgeladen worden. Und in Klammern hoffe ich. Und ja, ich habe generell ein bisschen nachgedacht. Ich werde wahrscheinlich einmal die Woche einen kleinen Stream ansetzen, soweit ich das schaffe. Höchstwahrscheinlich am Wochenende, denn die Woche über ist immer ein bisschen schwierig, weil in der Zeit, wo ihr gucken könntet, bin ich ja, jetzt schneit es mir hier in den Bart, bin ich ja arbeiten. Und in der Zeit, wo ich sozusagen wieder zu Hause bin von der Arbeit, da schlaft ihr schon lange, beziehungsweise ist bei euch nächster Morgen, da guckt ja keiner. Ja, und deswegen werde ich wahrscheinlich irgendwie am Samstag oder am Sonntag, da muss ich mal schauen, je nachdem, da wird es aber immer irgendwie eine Ankündigung geben, ja, einen Stream machen und sozusagen, ich möchte versuchen, soweit was Wichtiges, also was heißt wichtig? Wichtig ist das ja alles nicht, aber, also doch, manches ist schon wichtig, aber für euch jetzt nicht so wichtig, sage ich mal, ihr schaut das ja eher aus Unterhaltungsgründen. Sobald irgendwas Interessantes sozusagen passiert und ich nicht sozusagen den ganzen Tag bloß zu Hause verbringe, wie ich es jetzt nach Weihnachten gemacht habe, was auch mal nötig war, da habe ich ein bisschen kürzer getreten und ja, sozusagen ein bisschen in mich gegangen. Ist ja auch eine besinnliche Weihnachtszeit. War eingeladen bei meinen Kollegen und so. Da habe ich nicht gefilmt, weil ich mir dachte, das muss dann auch nicht sein. Weihnachten habe ich im Übrigen gut überstanden, wie ihr seht. Und ja, jetzt beginnt ein neues Jahr. Gestern bin ich noch auf dem Nathan Phillips Square gewesen. Silvester alleine ist sehr, sehr eigenartig. Ich war zwar auf Nathan Phillips Square, wo viele, viele Menschen waren, irgendwie 40.000 oder 50.000, aber vergleichbar mit Berlin zum Beispiel ist es ganz und gar nicht. Also einmal von der Masse an Menschen her oder aber auch von der Stimmung her, weil es war alles irgendwie so, ach ich weiß nicht, es gab zwar eine Bühne, aber der Ton von der Bühne hat irgendwie nicht sich nicht über den ganzen Platz ausgebreitet, sondern bloß direkt vor der Bühne, und es waren halt DJs und keine richtigen Bands und ach, ich weiß nicht, es war halt, man wollte irgendwie so ein bisschen Stimmung reinbringen und Party machen, aber irgendwie, weiß ich nicht. Es waren halt viele einfach bloß da, die aufs Feuerwerk gewartet haben, was man hier im Übrigen nicht freiverkäuflich erhält, die aufs Feuerwerk gewartet haben und dann nach dem Feuerwerk sind alle in die U-Bahn gestürzt und ein Haufen an Menschen, also ja, es war in Ordnung, aber war jetzt nichts Besonderes, sage ich mal. Ja, genau, das sind sozusagen die Pläne, die ich mit dem Kanal habe. Jetzt noch so zu ein bisschen, wie es mir geht und wie es hier ist. Botanischer Garten, total schön, ehrlich gesagt. Wobei es wahrscheinlich eher was für den Sommer ist. Logischerweise, ne? Weil im Winter ist ja alles zugeschneit und gefroren und im Winterschlaf da niederliegend. Aber ja, es sind ja einige, die einen Neujahrsspaziergang machen. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Wie gesagt, das ist ziemlich idyllisch hier. Vielleicht werde ich es jetzt nachher nochmal ein bisschen zeigen, soweit das geht. Weil One Take halt, ne? Da kann ich auch die Kamera nicht drehen. Ich könnte sie natürlich so rumdrehen. So. Aber dann ist das Mikro auf der anderen Seite. Aber das macht ja nichts. Ich will ja eigentlich bloß zeigen, wie es hier aussieht. Ich denke, das geht das? Ja, ich glaube, das geht. Vielleicht mache ich das so. Und ja, also es ist
Es erinnert mich ein bisschen, ich war in der Schweiz, dort in einem Park und es war auch Winter. Ich glaube, hat es sogar geschneit. Ich glaube, es hat es sogar geschneit. Daran erinnert mich das gerade. Es ist vollkommen anders als der Rest der Stadt, weil ansonsten hier alles Beton, Stahl, Stein und Glas ist. Alles von Menschenhand geschaffen und geformt. Es sind ein paar kleine Parklets heißen die hier. Da gibt es Pärkchen. Gibt es das im Deutschen? Nein. Also kleinere Parks gibt es hier, aber das ist alles so, ach, weiß ich nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Es ist nicht so das Wahre, aber hier ist es sehr, sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Auch im Winter sehr idyllisch, sehr ruhig, sehr, alles sehr, ich weiß nicht, wie als würde die Zeit stillstehen. Ist jetzt auch von der Helligkeit her relativ hell. Es fühlt sich ein bisschen an wie Morgenstimmung. Es ist jetzt allerdings schon um 4. Fast. Ach nee, um 3 ist es jetzt. Und ja, es ist irgendwie, es ist schön. Man kann in sich gehen und dafür ist ja ein neuer Spaziergang da. Und deswegen bin ich hier. Es gibt hier den ich habe es mir vorhin durchgelesen, Meadowland Creek, also den Bach. Das Gelände hier wurde nämlich vorher von einem schottischen Bauern sozusagen gekauft zur Besiedlungszeiten und dann von Prinz Edward, der sozusagen hier die Statthalterei von Kanada hatte, Gouverneur von Kanada war, kann man das so sagen? Ich glaube ja. Aufgekauft und hier wurde sozusagen ein botanischer Garten hingepflanzt und durch den fließt ein Bach. Da gibt es viele schöne Brücken drüber. Also es ist sehr idyllisch. Ist, denke ich, auf jeden Fall, wenn man mal in Toronto ist, einen Blick wert. Und egal, glaube ich, welche Jahreszeit. Ich persönlich finde solche Parks im Herbst auch immer ganz spannend. Das hat auch sowas von Zeit stillstehen. Und ja, da wisst ihr ein bisschen Bescheid. Ich bin auch im guten neuen Jahr, ja, warum nicht, angekommen. Also gut im neuen Jahr angekommen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Jetzt nehme ich euch mal hier noch ein bisschen mit. Ich zeige mal kurz rum hier. Und dann bis bald. Handschuh nicht. Geil.